Liebes Kindlein, heute möchte ich dir eine weihnachtliche Geschichte erzählen, die auch recht bekannt ist. Es geht um die Geschichte, wie die Christrose entstand, eine meiner liebsten Geschichten. Wie du vielleicht weißt, feiern wir am 24.12. die Geburt von Jesus Christus. Um diese Ereignisse kreisen viele Geschichten und auch Legenden. Eine davon möchte ich dir erzählen. In der heiligen Nacht damals hörten ein paar Hirten von der Geburt von Jesus Christus und sprachen zueinander: Kommt, lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, was dort geschehen ist. Sie machten sich auf den Weg und jeder nahm ein Geschenk für das Kind mit: Butter, Honig und einen Krug Milch. Auch noch Wolle vom Schaf und ein warmes Lammfell. Nur ein Hirtenknabe hatte nichts zu schenken. Er suchte auf der Wiese nach einer Blume, aber er fand natürlich keines. Es war ja Winter und im Winter wachsen keine Blumen. Da weinte der Knabe. Seine Tränen rannen ihm über seine Wangen, tropften von seinem Kinn und schlugen auf die Erde auf. Plötzlich wuchs aus seinen Tränen vor ihm wunderschöne Blumen aus der Erde. Sie waren zart und weiß. Voll Freude pflückte der Knabe die Blumen und hatte nun ein Geschenk. Er lief zur Krippe und schenkte sie dem Kind. Seit diesem Tag blüht diese Blume in der heiligen Nacht und die Menschen nennen sie Christrose. Alles Liebe, dein Weihnachtszwergerl. PS: Nur noch 14 Mal schlafen, dann ist heiliger Abend.